Moin, moin, meine Lieben. Ja, mich hat heute eine Überraschungs- bzw. Tauschpost erreicht. Und zwar von der lieben Elfriede. Die hatte mich über Facebook angeschrieben, ob ich gerne mal einen Tausch mit ihr machen würde. Ja, und ich habe dem zugestimmt und wir hatten eigentlich verabredet, bis Ende März zu verschicken. Jetzt hat mich heute dieses Päckchen schon erreicht und ich möchte natürlich direkt auch reingucken. Und deswegen würde ich sagen, schneiden wir das jetzt mal auf. Das ist wirklich sehr gut gesichert. Mit diesem Gaffer-Tape. Das hält ja immer super. Aber wir kriegen das hier an den Renten schon auf. Na. Oder auch nicht. So, jetzt haben wir die Seiten schon mal auf. Und wir schneiden noch hier auf. Oder das ist da, muss ich vorsichtig schneiden. Ja, liebe Elfriede, das hast du gut zugeklebt, da hast du alles gut gesichert. So. Uiuiui, ich lese schon ganz viel selbst gemacht. So. Also, hier steht erstmal drauf Post für dich. Und die hole ich jetzt auch als erstes raus und lese die als erstes. Das mache ich jetzt mal eben für mich. Da ist auch noch ein kleines Geschenk dabei, das zeige ich euch gleich. Also ich zeige euch mal eben erstmal die Karte hier. Das ist wunderschön mit so einem Organza-Stoff gemacht. Sieht richtig toll aus und es ist eine Eule drauf. Ja, ich lese mal eben die Karte für mich. Ja, liebe Elfriede, vielen, vielen lieben Dank. Auch dafür, dass du mir noch ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk reingepackt hast. Mein Geburtstag ist ja jetzt nur schon 5 oder 6 Wochen her. Das ist wirklich super lieb und vielen lieben Dank auch für deine ganz tollen Worte. Und ja, ich freue mich schon wahnsinnig, was da alles drin eingepackt ist und bin schon sehr, sehr gespannt. In der Karte hatte ich hier noch so ein kleines Goodie und zwar hat sie mir da was von diesem tollen Organza reingepackt, den sie hier auf der Karte auch verwendet hat. Übrigens eine richtig tolle Idee. Und so ein bisschen etwas von diesen Vellum-Sprüchen. Da denke ich mal, werde ich was gebrauchen können. Das finde ich schon mal eine richtig tolle Idee. Und möchte mich da recht herzlich bedanken. Vielen Dank. So. Ich würde sagen, ich hole jetzt mal die Päckchen hier raus. Und dann packe ich nämlich den Karton weg. Und da steht überall drauf, selbst gemacht für dich, mit Liebe gemacht. Das glaube ich dir aufs Wort. Oh, guck mal, ich habe Schoki gefunden. So, zum Beweis, Karton ist jetzt leer, den stelle ich an die Seite. Ja, und dann haben wir hier lauter Päckchen, auf denen selbst gemacht steht. Nur das hier ist unbeschriftet. Und von daher würde ich jetzt das einfach mal als erstes öffnen, weil da steht nichts drauf. Auch richtig toll hier in den Servietten eingepackt, das mache ich ja auch manchmal. Ui. Ganz viel Streudeko. Es tut mir leid, es knistert jetzt einmal wieder. So, ich habe es ganz schnell ausgekippt. Und wunderschöne Farben. Hier so ein grün-türkis, so ein knalliges Pink, Gold, Blau, Silber, das ist Braun, Rot. Hier haben wir Lila in 2 verschiedenen Größen, einmal kleinere und einmal größere. Hier haben wir so lila-silberne und hier haben wir nochmal lilane. Wow, also ich bin begeistert. Hier nochmal 2-mal grüner in verschiedenen Größen. Und hier haben wir noch lilane. Das ist super geil, weil ich gerade mir so Shaker bestellt habe für Schüttelkarten. Und da kann ich diese Pailletten, vor allen Dingen auch gerade diese kleineren, super nutzen. Und auch so größere klebe ich ja gerne mal auf Karten. Das ist richtig passend, als ob Elfriede das wissen würde.
Richtig cool. Und es geht hier noch weiter. Moment. Es knistert jetzt noch einmal. Schwupp. Ich habe auch das wieder schnell ausgekippt, weil ich die eh später umpacke. Oh, und hier sind alle so große Pailletten drin. Und die sind richtig cool. Upsala. Ja, okay. Mehr als drei passen eben nicht auf die Hand. So. Und die sind richtig cool, um die dann auf Karten zu kleben. Also mega. Wo man so große Pailletten herkriegt, weiß ich auch gar nicht. Aber gut, ich habe ja jetzt jede Menge in ganz vielen verschiedenen Farben. Das freut mich schon mal mega. Also der absolute Hammer. Ich packe die jetzt mal in der Serviette weg, dass wir die zur Seite legen. So. Ach, das ist die Schoki, genau. So, ich packe mal eben die Schere hier auch zur Seite. So, ich lege hier so ein bisschen die Pailletten hin, dann könnt ihr die noch sehen. So, jetzt machen wir als nächstes. Hier steht selbstgemacht drauf. Aber das steht jetzt leider auf allen drauf, deswegen, ja, kann ich jetzt nur noch von rechts nach links gehen oder von links nach rechts. Und wir fangen einfach hier auf dieser Seite an. So. Ah, okay. Alles gut verklebt. Da hat die Elfriede sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Na. Meine Schere möchte nicht mehr so ganz. Ich habe Halloween gesehen. Wow. Richtig klasse. Also wir hatten eigentlich ausgemacht, nicht eigentlich, wir haben ausgemacht, dass wir im Vordergrund ein Flipbook tauschen wollen. Das ist ihr Flipbook und wir hatten das Thema Halloween festgelegt, weil wir beide absolute Halloween-Fans sind. Das passt natürlich super. Und deswegen haben wir uns ja festgelegt, dass wir uns zu Halloween ein Flipbook basteln, also zum Thema Halloween. Und das hier sieht schon von vorne wahnsinnig toll aus. Ich bin sehr begeistert. Ja, jetzt schauen wir mal gerne zusammen rein. Ich hole euch jetzt mal ein bisschen runter. Dann muss ich nicht immer alles so hochhalten. Wow, und das sind so nachtleuchtende Sticker vom Teddy. Die habe ich auch. Die sind richtig klasse. Und hier ist natürlich... Oh, da sind Spinnencharms drin. Ich hasse ja Spinnen im reellen Leben, aber zu Halloween-Basteleien finde ich die mega. Ah, richtig cool. Hier sind so Fledermäuse drin. Die haben wir hier vorne auch schon gesehen, genau. Und, oh, da ist ein Card Candy drin. Das ist auch mega schön, die Fledermäuse. Wo das wohl herkommt. So, damit ist das Täschchen leer. Auch das Papier ist übrigens wunderschön. Das geht jetzt hier noch weiter. Da haben wir so Fledermaus-Pailletten. Vielen Dank. Ah, nochmal Spinnen. Kann man die erkennen? Ja, da. Und wir haben Kürbisse. Auch mega cool. Dann geht es hier nochmal weiter. Upsala. Oh, lilane Hexen. Hier kann man das erkennen, ne? Und Fledermäuse. Genau. Also sehr schön gemacht mit den Taschen hier auch. Und richtig tolle Sachen, die du da ausgesucht hast, reinzupacken. Finde ich klasse. Das sieht ja richtig cool aus. Das auch eine Tasche? Nee, das mache ich sonst kaputt. Das ist einfach nur hier aufgeklebt. Aber wir haben hier noch mal eine Tasche mit diesem tollen Kürbis. Der war, glaube ich, auch vorne drauf, ne? Ja, genau. Der Kürbis. Oh, dann sehe ich hier noch mehr Sticker. Moment. Da. Knisper, Knasper.
So, ich nehme das mal aus der Plastiktüte, weil die tue ich eh woanders hin. Ah, und dann hat sie mir hier, das ist, finde ich, auch eine tolle Idee. Da hat sie mir die angefangenen Stickerbögen mit reingelegt. Von den Stickern, die sie hier überall verwendet hat. Diese Fledermäuse und die Kürbisse, die Hexen, die Geister. Oh, das finde ich richtig klasse. Da kann ich mir jetzt also das noch weiter gestalten oder auch noch was mit basteln. Finde ich eine super Idee. Und dann hat sie mir Tattoos geschickt. Das ist auch witzig, so zu Halloween. Ja, vielen lieben Dank. So, ich guck noch mal nicht, dass ich da irgendwas vergesse. Nee, das stecke ich jetzt mal hier alles wieder rein. So, das kam da rein. Nee. Okay, ich lege das jetzt hier erstmal so rein. Ich sortiere mir das ja eh später raus, weil ich das dann in meiner Halloween-Kiste unterbringe, damit ich dann nächstes Jahr auch mit Arbeit, also im Oktober auch mit arbeite, weil ich fände das zu schade, wenn es nur hier drinnen liegt. Also das fände ich auch schade. Und deswegen, ich habe so einen ganzen Schuhkarton mit Halloween-Bastelsachen und da kommen die Sachen mit rein und dann benutze ich sie im Oktober auch. So, aber ich lasse euch das hier nochmal ein bisschen liegen. Wenn ich nachher das wieder aus dem Bild raushole, dann sehen wir das auch. So, jetzt haben wir das hier und es ist was ganz Weiches. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Also, wer die Elfriede nicht kennt, die Elfriede habe ich kennengelernt bei der Facebook-Gruppe Die Basteleule. Und die Elfriede strickt oder häkelt, ich weiß das gar nicht genau, was da jetzt Unterschied ist, muss ich sagen. Strickt oder häkelt auf jeden Fall Tiere. Ich glaube, es ist Häkeln. Da komme ich immer durcheinander, was jetzt was ist. Ich bin in der Handarbeit nicht so ganz fit. Und jedenfalls häkelt, sage ich jetzt einfach mal, häkelt sie Tierchen. Und sie hat mich gefragt, ob sie mir auch eins häkeln darf. Und ich habe ihr zwei Tiere genannt, die ich toll finde. Ah! Ja. Und ich glaube, dass das eins davon ist. Und sie hatte mich auch gefragt, ob sie mir was nähen darf. Und ich kann jetzt schon mal sagen, den Stoff hast du nicht besser aussuchen können. Also lila und dann ein Blumenrankenmuster. Richtig klasse. Ja, und jetzt schauen wir mal, was da drin ist. Ja, ich wusste es. Ah, Elfriede, du solltest ein Tierchen. Ah, ich freue mich aber wahnsinnig. Schaut euch das nämlich mal an. Eine Schildkröte. Ist die nicht süß? Oh, Wahnsinn. Richtig klasse. Und es ist gehäkelt. Wenn ich es jetzt sehe, dann kann ich nämlich den Unterschied erkennen, was gehäkelt und gestrickt ist. Und das hier ist gehäkelt. Oh, klasse. Das sieht so toll aus. Och. Das ist echt wunderschön. Elfriede, vielen, vielen Dank. Die ist so putzig. Und so schöne Farben hast du ausgesucht. So, die lasse ich jetzt hier auf mein Halloween-Album aufpassen. So, aber damit noch nicht zu Ende. Da ist ja noch mehr drin. Das lege ich aber mal eben kurz raus, weil ich möchte mir gerne auch die Tasche einmal angucken. Und die ist auch wunderschön. Also, auch von innen habt ihr das gesehen. Richtig toll gearbeitet und von den Farben her wirklich klasse. Also, wow. Wow, wow, wow. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass ich das als kleine Basteltasche habe, dass ich da so mein Zubehör reinschmeiße, was ich brauche, wenn ich unterwegs bin. Das, glaube ich, werde ich dafür gerne nutzen und dann habe ich die Elfriede immer dabei. Richtig klasse. Ja, und dann habe ich hier noch kleine Umschläge und so ein gestaltetes Buch. Genau. Da hat sie mir ein Notizbuch gestaltet.
Auch wunderschön, hier sind wieder Eulen drauf, hier sind so Blümchensticker drauf. Und das kann ich als Notizbuch nutzen. Das ist richtig klasse. Ja, vielen lieben Dank. Boah, das ist so wahnsinnig viel. So, ich musste mal einen Schluck trinken. Ah, mein Lieblingsverschluss. Ein Magnet. Dann schauen wir mal, was da drin ist. Oh. Eulen. Ich sehe schon Eulen. Das ist ja richtig süß. Das sind solche Die-Cut-Bildchen. Ich glaube, aus einem Action-Block. Da habe ich die auch immer. Das sind so 3D-Bilder dann. Und die hat sie mir reingetan. Richtig cool. Das sind dann zwei 3D-Bildchen so rum. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Also wirklich wahnsinnig toll, was du mir da zusammengesucht hast. Das ist richtig klasse. Oh, schaut euch mal das Papier alleine schon an. Das finde ich ja schon klasse. Und auch alles mit einem Magneten verschlossen. Ja, der Magnet, der ein bisschen geklebt. So. Und ich sehe auch da Eulen drin. Oh, Wahnsinn. Da hat sie immer in so kleinen Tütchen. Ach, die hat sie mir schon zusammengeklebt. Das ist ja super. Das sind so kleine Embellishments, die ich dann quasi weiter nutzen kann. Das ist auch toll gemacht hier mit so einer Holzeule drauf, einem Sticker. Da ist noch ein Glitzersteinchen drauf. Die ist auch schön gemacht. Oh, schaut euch mal diese Glitzersteine mit der Eule an. Mega schön. Und dann habe ich noch eins. Auch noch mit so schönen Eulen. Das ist richtig cool. Ja, das sind so kleine Card Candies, würde ich sagen. Also wunderschön gemacht, Elfriede. Besonders gefällt mir diese große Eule hier. Aber auch die hier und... Okay, ich höre auf, damit zu sagen, was mein Schönstes ist, weil ich kann mich dann immer doch nicht entscheiden. Die sind alle wunderschön geworden. Vielen, vielen lieben Dank. Und das hat ja noch gar kein Ende genommen. Das waren ja jetzt erst 2 Päckchen. Und ich habe noch 2 vor mir. Ne, 3 Päckchen waren es. Einmal waren es noch die Pailletten. Ich schaue jetzt in dieses hier rein. Das fühlt sich auch sehr weich an. Jetzt ist meine Schere verschwunden. Nee, da ist sie. Dann schauen wir mal hier rein. So. Auch sehr schön mit diesen Zetteln hier drauf, dass man genau weiß, was selbst gemacht ist, weil das Selbstgemachte hebe ich ja gerne bis zum Schluss auf. Aber hier ist ja nur alles selbst gemacht. Also bis auf die Pailletten bisher. Ist ja alles hier ein Kunstwerk. So. Ach nein. Jetzt muss ich euch ein bisschen rausholen. Seht ihr das? Ich habe das schon mal bei Pinterest gesehen. Das sind solche Taschen aus alten Jeanshosen. So. Oder Jeansröcken oder so. Mega cool. Dann hier mit den Aufnähern. Ich weiß gar nicht, ob die Elfriede das weiß, aber ich bin ja so ein maritimer Fan. Und deswegen die Muschel hier total cool. Jetzt muss ich natürlich auch mal reingucken in die Tasche. Huch. Das war wahrscheinlich keine Absicht, aber hier ist noch eine Nadel drin. Ne? Jetzt muss ich nur gucken, wo das andere Ende der Nadel ist. Die Nadel ist da festgenäht.
Das seht ihr jetzt gar nicht. Also hier guckt die Nadel raus und da guckt das andere Ende der Nadel raus. Da werde ich nachher mal gucken, wie ich das da rausbekomme. Vielleicht kann ich hier so ein bisschen die Naht auftrennen. Oder steckt die von außen? Nee. Ah, das ist aber kein Problem. Das gucke ich nachher in Ruhe, wie ich die Nadel rausbekomme. Das kann mal passieren. So, und auch von innen drin könnt ihr den Stoff sehen. Ja, ne? Wunderschön. Und selbst hier innen gibt es nochmal Taschen. Da haben wir große, geräumige Taschen nochmal. Also sehr cool. Ich bin wirklich, wirklich begeistert. Ach, Elfriede, du bist echt verrückt, was du hier alles gemacht hast. Also da muss ich noch ein bisschen was hier reinlegen ins Paket. Das ist ja wirklich der Hammer. Und hier wegen der Nadel, wie gesagt, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das kann mal passieren. Ich guck mal, ob ich sie vielleicht rauskriege und hier durchgefädelt kriege, weil hier die Nadel so ein bisschen offen ist. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen vorsichtig und gucke ich, dass ich das nachher irgendwie noch rette. Aber ansonsten wunderschön. Vielen, vielen Dank. Also eine wirklich tolle Idee. Wie gesagt, ich habe das schon ab und zu im Internet gesehen. Aber jetzt besitze ich auch so eine Tasche. Das ist mega Hammer. Vielen, vielen lieben Dank. Dann lege ich die mal zur Seite. Und auch die Servietten lege ich hier zur Seite. Kann ich nämlich nochmal für die Tüchertechnik gebrauchen. Und dann haben wir noch ein Päckchen. So, jetzt lege ich die Tasche hier oben ein bisschen hin, sodass ihr das alles ein bisschen sehen könnt. So. Ah, wirklich tolle Sachen. Das ist ein ganz leichtes Päckchen. Jetzt bin ich sehr gespannt, was da noch drin ist. Man sagt ja immer, das Beste kommt zum Schluss, aber es gab schon so tolle Sachen in diesem Paket. Also diese Tasche, die mich hier total überrascht hat und diese wahnsinnig süße Schildkröte und das andere Täschchen, was du mir genäht hast, Elfriede, das ist Wahnsinn. Und auch hier das getauschte Flipbuch zum Halloween-Thema. Oh, ich bin wirklich platt. Ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Außer ganz, ganz oft danke. Also wirklich. So viel Mühe, die du dir gegeben hast und richtig klasse. Oh nein, ich glaube, ich werde verrückt. Eine Eule und dann noch so eine große. Du bist verrückt. Ich habe vor ein paar Tagen ein Foto gesehen, was du gepostet hast. Und hab noch gedacht, was ist das für eine süße Eule. Und jetzt behalte ich sie in meinen Händen. Boah, du bist verrückt, Elfriede. Die ist so toll. Und guck mal die Augen an mit den Wimpern und die kleinen Füßchen und das Schnabel. Und es ist Wahnsinn, wie schnell du damit warst. Wow, ich bin sprachlos. Das ist so schön gemacht. Also wirklich der absolute Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Also diese Eule ist wunderschön. Und auch die Schildkröte mit so viel Liebe gemacht. Also wirklich jedes Detail ja beachtet. Und wow. Also ich finde das absolut Hammer, was du da kannst. Das ist ein ganz, ganz großes Talent und ich danke dir ganz herzlich, dass du mit mir getauscht hast und mich mit so wunderschönen Werken beschenkt hast. Also ich bin wirklich jetzt sprachlos nach dieser Eule. Also ich bin ganz froh, dass ich mir die Eule bis zum Schluss da aufgehoben habe, weil die so toll ist. Die hätte mich sonst das ganze Video über abgelenkt. Ja, vielen lieben Dank, Elfriede, für diesen Tausch. Ich bin
wirklich begeistert, was du da alles eingepackt hast und für mich hergestellt hast und so gut getroffen hast einfach. Ja, tausend Dank. Also die Eule und auch die Schildkröte bekommen bei mir einen Ehrenplatz auf meiner Postbank, nenne ich sie. Das ist eigentlich ein kleines Regalbrett, auf dem alle Sachen ihren Platz finden, die ich zugeschickt bekommen habe oder die ich ertauscht habe. Und da werden die beiden auch einen Ehrenplatz bekommen. Also wirklich wahnsinnig toll. Vielen, vielen lieben Dank. Das war es leider schon für heute. Ja, ihr habt gesehen, die liebe Elfriede hat mir wunderschöne Sachen geschickt. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich für den Tausch. Ich werde jetzt die Tage dein Paket auch auf den Weg bringen. Und ich werde nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön reinlegen, weil das wirklich absolut verrückt ist, was du da für mich gemacht hast. Oh, Elfriede, ich bin sprachlos und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Von daher sage ich einfach noch einmal Danke und verabschiede mich dann. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dürft ihr das jetzt gerne kostenlos tun. Wenn ihr dann die Glocke aktiviert, bekommt ihr auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video online habe. Und ansonsten sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.